Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken. Ich habe jetzt nochmal ein Safe Game geladen, das ein bisschen älter ist. Also ein bisschen älter ist gut, aber das ein paar Minuten vor unserem Spielende in der letzten Folge war. Und zwar, als wir gerade auf dem Alienschiff sind und der King gerade den Vortrag hält, wie er nun mit uns, wie es nun mit uns weitergehen soll, was er nun mit uns anstellen will. Denn hier kann ich etwas ziemlich Wichtiges machen. Hier kann ich dem King nämlich diesen Fan-Mitgliedsausweis zeigen und damit Geld verdienen, das wir wirklich notwendig haben. In einer längeren Kette, aber das sehen wir dann. Das erkunden wir auch selbst. Ich weiß auch noch gar nicht genau, wie das eigentlich funktioniert und was zur Hölle überhaupt los ist und wer ich überhaupt bin und was ich hier überhaupt mache und was das Ganze eigentlich soll. Aber das werden wir jetzt rausfinden. So, fortsetzen. Jetzt müssen wir ein bisschen schnell sein. Gib Fanclub-Karte. So, jetzt bleib du mal stehen, bitte. Gar nicht so leicht. Gib Fanclub-Karte. Aber der bleibt bald stehen, glaube ich, ne? Gib King, schnell. Ein Fan? Das habe ich nicht gewusst. Mein Kumpel zeigt dir den Weg hinaus. Komm wieder, wenn's Zeit hast, okay? So, jetzt nämlich. Yeah. Jetzt sind wir und der King nämlich beste Freunde. Komm mit. Die Sequenz bringt dich nach Hause. Diese Sequenz. Blau, lila, grün. Oh, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Irgendwo habe ich das notiert, die Sequenzen. Aber wo? Oh, ich weiß es wirklich nicht. Ich dachte, ich habe hier eine Notiz auf dem Desktop gemacht. Aber ich finde die nicht mehr. Habe ich die gelöscht, weil ich blöd bin? Oh, da muss ich mal kurz gucken. Das wäre jetzt echt blöd. Aha, Bilder, Projektdaten. Ich habe den Papierkorb zum Glück länger nicht mehr geleert. Da gucke ich gerade durch, was ich hier so drin habe noch. Nö, habe ich hier nicht. Wo habe ich denn dann die Information gespeichert? Ich dachte, ich habe einfach eine Textdatei gemacht. Verdammt, ich kann zum Glück in den alten Videos nachschauen. Aber jetzt gerade ist es auch relativ egal, weil die Tür ist eh noch offen. Ich schätze, wir können hier einfach durchgehen, oder? Genau. Und hier haben wir nämlich einen Lottomaten. Den, schätze ich mal. Drücke ich? Kann ich nicht bewegen. Lies. Die Lotto. Was? Das klappt nicht. Doch, nicht schließen. Lies. Die Lotto gewinnt. Mein Gott, der Text ist aber schon wieder. Der ist sehr schnell eingestellt. Kann das sein? Eigentlich nicht. Naja, egal. Ich glaube, da stand die Lotto gewinnt Zahlen oder irgendwie sowas. Benutze den Lottomaten. Das klappt nicht. Schalte ein den Lottomaten. Das klappt auch nicht. Hä? Öffne. Das lässt sich nicht öffnen. Schließe. Das klappt nicht. Ziehen. Gib. Also das Benutzen nicht funktioniert. Das klappt nicht. Warum kann ich denn den nicht benutzen? Muss ich doch noch mal lesen, was da steht. Ach so, warte mal. Die Lottogewinnzahlen 8206. 8206. Okay, das muss ich mir jetzt wirklich notieren. Jetzt wartet mal, ich mache mir ein neues Textdokument hier auf dem Desktop. Diesmal wirklich, das brauche ich sowieso. Und nenne es Sack. So. Jetzt schaue ich noch mal kurz, wie war das? 8206.
8206. 8206. Lotto. Das ist nämlich wichtig, weil in dem Spiel kann man tatsächlich, nur deswegen benutze ich eigentlich einen Guide auch im Hintergrund ein bisschen, weil man kann in dem Spiel tatsächlich einfach stecken bleiben. Wenn man einmal falsch fliegt, einmal zu oft irgendwo hinfliegt, wo man nicht unbedingt hin muss, ist man pleite und dann ist es vorbei. Und das ist ziemlich doof. Das wäre unschön. Deswegen ist es eine gute Idee, sich da ein bisschen Geld über Lotto zu holen. Vielleicht sogar notwendig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das sogar unbedingt machen muss, vielleicht. Wer weiß. Ich schau mal, ob ich hier die Knöpfe drücken kann. Nee, schade, die existieren nicht wirklich. Ah, schade, schade, schade. Naja, man kann nicht alles haben. Drücke Bildschirm. Bildschirm, Bildschirm, Bildschirm. Kann ich jetzt mit denen eigentlich irgendwie reden noch mit dem King? Lotterie los. Gib Lotterie los, King. Nein, danke, ich spiele nicht. Ah, der geht sogar drauf ein, dass es ein Lotterie los ist. Guckt euch das an. Sauerstoff, Maske, Brotkrumen, Sitzkissen. Naja, keine Ahnung. Keine Ahnung, liebe Alien-Freunde. Aber gut, wir haben die Lottozahlen für morgen. Oh shit, wie war jetzt die Kombination? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Grün. Nee, das ist jetzt schon. Ich weiß es nicht mehr. Vor lauter Textdokument suchen. Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo, Sie da? Nee, wechseln will ich jetzt eigentlich nicht. Ich würde gerne mit dem nochmal reden können, aber das geht gar nicht so leicht irgendwie in dem Spiel, weil es gibt gar kein Reden, keine Redenoption oder Ansprechen oder Rede mit. Ich kann ihm nur Sachen zeigen und geben. Ich gebe dem King mal irgendwie einen Whisky aus. Nee, danke. Was könnte der King denn sonst noch mögen? Den blauen Kristall könnte er mögen, aber den kriegt er nicht. Was passiert, wenn ich ihm den blauen Kristall gebe? Ein Artefakt? Wo hast du das Artefakt her? Du kommst mit mir. Da hinein. Naja, jetzt sind wir auch zu Hause. Danke für das Artefakt. Bis bald. Ja, ist im Grunde auch okay, ne? Jetzt wird er halt immer doofer und doofer. Aber jetzt müssen wir wieder zu Annie wechseln, damit wir ihn rausholen. Und Annie hat nicht so viel Geld. Also wär's schon besser, weil ich bin schon mit Annie, glaube ich, bin ich schon mal umsonst geflogen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit Annie auch schon mal falsch geflogen bin. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal... Genau, ich habe extra hier ein Save gemacht. Da machen wir das nochmal schnell. Geben wir ihm nochmal schnell die Fankarte, sobald er stehen bleibt. Die Fanclub-Karte. Und dann merke ich mir auch die Kombination. Schau nochmal, ob die Lottozahlen trotzdem die gleichen sind oder ob die jedes Mal neu gewürfelt werden oder so. Und dann gewinnen wir im Lotto. Hoffentlich. Ganz prächtig. Weil das erste Mal Lotto spielen war wahrscheinlich nix. So, ein Fan. Das habe ich nicht gewusst.
Mein Kumpel zeigt dir den Weg hinaus. Komm wieder, wenn's Zeit hast. Okay? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das irgendwie so schwäbisch sowas sein soll oder manchmal ein bisschen, aber. So, diese Sequenz bringt dich nach Hause. Ja, blau, lila, lila, grün. Blau, lila, lila, grün. Das schreibe ich schnell auf. Blau, lila, lila, grün, daheim. Soweit so gut, aber jetzt gehen wir erst zum Lottomaten. Lass mich durch. Ich bin. Was bin ich denn gleich nochmal? Ach so, genau. Zeitungsredakteur. Presse. Na, passt sogar. Lass mich durch. Ich bin Journalist. Eins, drei, neun, fünf. Tatsächlich anders. 1395. So. Meine lieben, lieblichen Alien-Freunde. Ich gehe jetzt dann mal. Und zwar mit blau, lila, lila, grün. Wie komme ich jetzt heim? Oh! Oha! Okay, cool. Richtig, richtig daheim, daheim. Oh, warte mal, ich habe einen Anruf auf dem Anrufbeantworter, glaube ich. Benutze... Zachary, Liebling, hier ist deine Mutter. Warum rufst du mich nicht an? Ich weiß deine Nummer nicht, Mutter. Hast du das Mädchen gesehen, das im Fernsehen nach Artefakten gesucht hat? Woher weißt denn? Das ist aber sehr verdächtig. Warum fragt ihr mich denn jetzt ausgerechnet danach? Sie passt so gut zu dir, Zachary. Sie wohnt ganz in deiner Nähe. Okay, meine Mutter ruft mich an und will mich mit irgendwelchen Frauen aus dem Fernsehen verkuppeln. Warum bringst du niemals so nette Mädchen mit? Tschüss, mein Schatz. Ruf mich mal an. Okay. Das ist mal der weirdeste Anruf aller Zeiten. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor. Wirklich. Stellt euch mal vor, als erwachsener Mann ruft irgendwann eure Mutter an und sagt, hey, ich habe im Fernsehen gerade eine Frau gesehen, die passt so gut zu dir. Die wohnt ganz in der Nähe. Die war im Fernsehen, weil sie gerade 5 Leute ermordet hat und jetzt wahrscheinlich erstmal lebenslang im Gefängnis ist. Aber danach solltest du dich bei dir melden. Man weiß ja nie. Wo gehen wir eigentlich hin, Säcki? Popecki? Machen wir mal... Gehen wir mal hier rein. Das war nicht ganz witzig. Oh, leider ist hier los eine Niete. Ah, geben Sie es mir, ich werf's weg. Ja, aber ist auch cool. Können wir gleich nochmal spielen jetzt. Ich habe nämlich Insider-Infos. Unter dem ersten Video hat Zakorak mir gepostet, von wegen, ich spreche den Namen falsch aus, das müsste Zack McOrak heißen. Und ich musste auch dauernd an Zakorak denken bei Zack McCracken. Ich hatte im Kopf die ganze Zeit irgendwie so Zack McCrakorak oder sowas in der Art. So, Lotto spielen. Wie geht das gleich nochmal? Kaufen, kaufe Lotto. Ich würde gerne das hier kaufen. Kommen Sie hier rüber. Das macht 10 Dollar, bitte. Hier ist meine Cash Cow. Was? Ganz genau, ihr habt mich schon verstanden. Dankeschön. Ritsch, ratsch. Schnibbidi-bim, schnibbidi-bab. So, unsere Zahlen. Ich habe sie mir notiert. 1, 3, 9, 5. 1, 3, 9, 5. Und dann dürften unsere Sorgen im Grunde erstmal gelöst sein. Aber heute halt leider nicht. Und jetzt weiß ich auch nicht, wann in dem Spiel ein Tag vergangen ist. Ne? Das. Hallo, junger Mann. Hallo, alter Mann. Leider sind die Zahlen von heute noch nicht gezogen worden. Müssen wir wohl noch ein bisschen warten.
Was machen wir denn jetzt? Wir könnten mit Annie weitermachen. Mit Leslie. Ich speichere jetzt mal. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Mars. Münze, Sicherung. Cashcard. Öffne Tür. Lässt sich nicht öffnen. Oh oh, alle Planeten. Wenn alle Planeten in einer Linie sind, dann wird das Schlumpfdorf sichtbar und die Tür auf dem Mars öffnet sich. Ob das zusammenhängt? Ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen Schlumpfdorf und Mars-Gesicht-Tür? Das könnte schon sein. Ich meine, wer sind diese Schlümpfe eigentlich und wo kommen die her und was wollen die? Öffne Bahn, lässt sich nicht öffnen. Schalte ein Bahn. Nee. Monolith. Schlitz. Cashcard. Habe ich das schon versucht? Benutze Cashcard in Schlitz. Eine Münze. Ach so, jetzt habe ich zwei Münzen, ne? Ich hatte schon eine Münze. Benutze Münze mit Bahn. Keine Münze. Meine Münze wird wieder ausgespuckt. Meine kleine, keine Münze. Lies Cashcard. $142. Was ist? Habe ich hier irgendwelche Gerätschaften übersehen? Tür zum Mars. Ach, guck mal, da ist ein Schild mit Elvis, oder? Lampe. Knopf. Habe ich schon mal den Knopf neben der Tür gedrückt? Drücke. Knopf. Scheint kaputt zu sein. Drücke den Knopf. Scheint auch kaputt zu sein. Öffne Metallplatte. Die ist zugeschraubt. Oh, benutze Münze, um die Metallplatte aufzuschrauben. Oh yeah, jetzt verstehe ich das nämlich. So, und jetzt benutze Sicherung. Die ausgebrannte Sicherung steckt drin. Nimm. Ausgebrannte Sicherung. Benutze Sicherung. Oh yeah, ich bin so clever. Geil. Und jetzt drücke. Wo haben wir es denn? Den Knopf hier. Ja. Okay. Lies das Schild mal. Sei kein Weltraumtrottel, trag immer einen Weltraumanzug. Genau, immer brav Masken tragen. Öffnen. Nee, warte mal. Drücke. Sei kein Corona-Trottel, trag immer eine Weltraummaske. Ja, die Tür öffnet sich. Ein Schrank, ein Bett, Decke. Anscheinend die Decke ist was Spezielles, die kann ich vielleicht mitnehmen. Öffne Schrank. Öffne anderen Schrank. Das lässt sich nicht öffnen, aber hier ist irgendwas. Ein Benzinkanister. Aha, nehmen wir mit, oder? Hä? Nimm Benzinkanister. Warum kann ich den nicht nehmen? Den brauche ich nicht. Der ist für ein anderes Spiel. Okay. Alles klar. Dann nimm die Decke. Ich weiß nicht, was unter der Decke ist, aber ich glaube, ich riskiere einen Blick. Ah, nur ein Besen. Nein, warte. Es hat Augen. Es ist ein totes Alienwesen.
Oh. Nimm Besenwesen. Na, tue ich halt so, als sei es ein Besen. Okay, wir haben ein Besenwesen. Und ein Benzinkanister, der für ein anderes Spiel ist. Können wir schlafen? Benutze Bett. Ich bin nicht müde. Also, wenn, dann müssen wir es nicht. Ist die Leiter eine Leiter tatsächlich? Nimm Leiter. Oh, obwohl die so groß ist, können wir die mitnehmen. So, was ist Scanner? Haben wir noch irgendwas hier? Es sieht so aus, als wären wir hier, glaube ich, durch. Wir haben jetzt eine Leiter und ein Besenwesen. Immerhin. Drücken. Knopf. Biu! Die Tür schießt auf und zerfetzt einen halb. So, wechseln wir mal zu Zack und schauen mal, ob wir schon Lotto spielen können. Ist schon Tag vergangen hier auf der Erde. Oh, es sieht so aus. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das große losgezogen. 10.000 Dollionis. Bling, 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 bling. Katsching. Kommen Sie, ich gebe Ihnen den Gewinn. Geben Sie mir los und Ihre Cashcard. Ohne Cashcard nichts los. Was für ein Glückspilz. Kann ich Ihnen helfen? Nee, danke. Du hast mir schon genug geholfen. Leb wohl. Cool, dann haben wir jetzt nämlich auf unserer Cashcard komfortable 11.000. Guck, wir hatten echt nur noch 1.000, das war knapp. Aber jetzt haben wir genug Kohle, um einfach mal wieder irgendwo hinzufliegen. Und zur Not lassen wir uns wieder von Aliens entführen und spielen wieder Lotto und kriegen wieder die 10.000. Kann man scheinbar beliebig wiederholen. Können wir einfach mal ein bisschen durch die Welt reisen. Aber für heute ist erstmal Schluss. Ich nenne das Reichtum. Warum schreibe ich das mit ganz viel M, wenn ich doch Um sage? Dann ist es halt Reichtum. Auch gut. So. Meine Damen und Herren, ich darf Sie zur Tür bitten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.